Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, es geht weiter mit Reflections und dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie ihr auf Member von irgendwelchen Klassen zugreifen könnt, also Attribute, sowas wie ich hier gemacht habe. Es gibt natürlich zwei Arten von Attributen, nämlich, oder von Membern, um genau zu sein, nämlich die Funktionen, die kennen wir ja schon, beziehungsweise Methoden, um genau zu sein, und dann haben wir hier diese, ja, die ganz normalen Variablen. Hier müssen wir darauf achten, weil das Ding in einem anderen Package ist, die müssen wirklich public sein. Das heißt, nur wenn die Main-Klasse diese Variablen auch sehen darf und sehen kann, dann können wir sie irgendwie mit Reflections lesen. Und ja, das Ziel ist jetzt, wir wollen diesen Integer i hier lesen, setzen und das Ganze wollen wir tun, ohne ihn tatsächlich anzusprechen. Wir wollen nur diese Klasse SumObject kennen und das war's dann auch schon. Mehr wollen wir nicht. Gut. Und das macht man eben über diese Fields, die ich schon erwähnt hatte, und beziehungsweise die auch in der Überschrift stehen. Und ja, dazu brauchen wir natürlich wie immer erstmal dieses Klassenobjekt hier. Und das ist das hier. Also ihr könnt entweder über, also ein SumObject erstellen, und das habe ich euch ja im ersten Video eigentlich schon gezeigt, dann hier drüber so.getClass aufrufen, oder das machen wir eigentlich gar nicht, oder einfach SumObject.class direkt aufrufen. So, und genau, wenn wir jetzt hier diese Fields auslesen wollen, also diese Member, dann tut man das, indem man Objekte erstellt, also Field Array. Und ja, dadurch können wir ganz einfach sagen, Members gleich, ja, und dann sagen wir myClass.getFields. Und das ist auch schon alles, was wir dazu brauchen, fast zumindest. Wir haben hier diese Fields jetzt ausgelesen. Jetzt können wir mal gucken, was da drin steht. Wir können ja einfach mal schauen, wie groß ist denn dieses Members Array jetzt? Members.size. Length. Ich finde es doof, dass sie es bei Array-Listen und Arrays ständig unterschiedlich machen. Ja, wir sehen also, wir haben nur einen Member drin. Naja, was bedeutet das jetzt für uns? Wir haben also das hier ausgelesen. Die Methoden gehen noch mal ein bisschen anders, das zeige ich euch dann irgendwann mal. Aber jetzt wollen wir uns auf diese Dinger hier oben konzentrieren. Und den haben wir jetzt hier in diesem Member drin stehen, in diesem Array. Na gut, was machen wir jetzt damit? Okay, wir haben gesagt, wir wollen erstmal rausfinden, was da genau drin steht. Das heißt, wir sagen vielleicht mal Members von an der Stelle 0, also das erste. Und dann holen wir uns den Namen davon. Also einfach getName. Und dann schauen wir, wie das ganze Ding heißt. Und jetzt sehen wir, das Ding heißt i. Wenn ich jetzt hier das Teil auf ein int umändere und dann laufen lasse, dann kommt da ein int raus. Das heißt, es ist genau der Name, den wir hier zum Ansprechen brauchen. Was ja, was wir nicht unbedingt wissen. Also teilweise weiß man es, teilweise weiß man es nicht. Und das ist auch ganz gut so. Denn eigentlich sind ja Reflections dazu gedacht, dass man solche Sachen eben nicht weiß und dass man das Ganze dynamisch berechnen kann, was man damit anstellen möchte. Gut, wenn wir jetzt dieses Field setzen wollen, beziehungsweise erstmal lesen wollen vielleicht, dann brauchen wir ja den Typ davon. Sprich, wir sollten erstmal eine Methode finden, die uns den Typ davon verrät. Und das ist getType. Also wir schreiben hier einfach getType rein und natürlich einmal Klammern zu viel. Jetzt können wir das mit toString, wie alles in Java, umwandeln in einen vernünftigen, ausgehbaren String und können dann rausfinden, was das für ein Typ hat. So, und dann kriegen wir hier ganz stinknormal ein int raus. Okay, ist ja ganz nett. Jetzt wollen wir das ganze Ding aber noch setzen, beziehungsweise erstmal lesen. Und das tun wir relativ einfach, indem wir sagen, okay, ich hätte gerne diesen Value, also wir haben ja hier schon was zugewiesen, standardmäßig einfach eine 0. Ich kann das hier mal auf 10 setzen, dass wir auch sehen, dass was passiert, weil 0 ist es ja immer. Wir sagen einfach, okay, wir holen uns den int, wie habe ich ihn genannt? Ein int, glaube ich, das heißt, ich nenne ihn hier i, int i. Und jetzt wollen wir den natürlich lesen. Das Problem ist natürlich auch, dass wir hier ein Objekt brauchen. Der kann sich ja pro Objekt ändern. Das heißt, in einem Objekt steht 10 drin und im nächsten steht 20 drin. Wir haben jetzt hier aber dieses Klassenobjekt über die Klasse geholt. Sprich, das ist ein Objekt für alle Objekte, alle Instanzen dieser Klasse. Und deswegen brauchen wir dann auch dieses SO, was wir hier oben kreiert haben.
also ein Sum-Object, also eine Instanz von dieser Klasse, damit man auch spezifisch dieses Attribut lesen kann. Und genau das tun wir, wenn wir dieses Sum-Object da einfach mit reinstecken. Sprich, wir sagen Members an der Stelle 0, das ist ja ein Field, ganz normal. Und dann gibt es eine Get-Funktion, da wissen wir jetzt schon, dass es ein Get-Int gibt. Da können wir auch einfach hier dieses Get-Int benutzen. Theoretisch gibt es aber auch einfach nur eine Get-Methode. Und da stecken wir dann auch das Sum-Object rein, die funktionieren beide gleich. Und schon sind wir fast fertig, wir müssen es jetzt hier einfach noch casten. Oder wir sagen ganz easy, wir nehmen direkt die Get-Int-Funktion und sind direkt soweit. Allerdings liefert es natürlich auch hier eventuell einen Error. Das liefert natürlich alles irgendwie vielleicht einen Error, deswegen müssen wir das alles surrounden mit Try and Catch. Und schon haben wir es. So, jetzt wollen wir das Ganze hier unten natürlich ausgeben, damit wir auch sehen, was wir getan haben. Einfach i ausgeben. Und das heißt, wir müssen den vorne dran deklarieren. Int i gleich 0. So, also wir sehen, hier ist es 0. Hier lesen wir den i, den Integer aus dem Sum-Object, das wir hier oben kreiert haben. Und sollten dann hier unten 10 rausbekommen. So, und wenn ich das jetzt hier laufen lasse, dann kriegen wir auch tatsächlich diese 10 raus. Sprich, wir haben das tatsächlich über diese Instanz hier gelesen. Wenn ich jetzt nur bei diesem Sum-Object, Sum-Object ein Int gleich 42. So, wenn ich das jetzt hier ausführe, dann kriege ich hier 42 raus. Sprich, wir haben auch wirklich genau diesen Integer gelesen, der von dieser Instanz kommt. Also da gibt es natürlich dann auch passende Funktionen für die meisten Typen eigentlich. Hier gibt es ein GetByte, ein GetChar, ein Float, ein Double und ansonsten hier Int und Long und Short. Das ist alles dabei und ansonsten einfach die Get-Methode benutzen und casten, was ihr gerade erwartet bzw. was ihr gerne haben wollt. Genau. Wenn es natürlich einen Cast-Error gibt, müsst ihr den auch abfangen, denn ansonsten fliegt das ganze Programm hier raus. Ja, das kann bei Reflections relativ häufig passieren, da die absolut nicht sicher sind. Habe ich euch ja schon mal erklärt. Genau. So, und das Letzte, was wir jetzt hier noch machen wollen, ist, wir wollen diesen ganzen Kram setzen. Und setzen tun wir den, indem wir hier eine weitere Funktion benutzen, nämlich die Set-Methode. Das heißt, ich sage als erstes mal, also ich mache das einfach in diesem Try-and-Catch-Block hier noch mit rein. Ich weiß, es ist schlechter Stil, aber ja, das ist, glaube ich, bei Reflections nicht so wirklich relevant, da ist alles irgendwie schlechter Stil. Also, ich zeige euch das übrigens, weil es in der Wirtschaft sehr, sehr oft benutzt wird. So als kleiner Hinweis, das benutzen wirklich viele Leute, weil man damit halt, wie gesagt, Updates relativ gerne mal und relativ unkompliziert einlesen kann, irgendwelche Erweiterungen oder sonst irgendwas. Genau, Members an der Stelle 0.set s, ach komm schon. Okay, die Set-Methode. Jetzt haben wir hier auch wieder ein Set-Int. Wir haben hier ein Set und dann einfach ein Object. Also ihr könnt da benutzen, was ihr wollt. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wie das funktioniert. Hier packen wir jetzt einfach dieses Sum-Object rein, denn wir müssen ja die Instanz angeben, bei der wir es ändern wollen. Und dann sagen wir hier, wir geben den Integer an, den wir hier setzen wollen. Und da sage ich einfach mal 17. Und dann werden wir sehen, was passiert. Also normalerweise, ich erkläre es nochmal kurz, standardmäßig haben wir das auf 10 gesetzt. Ein Integer hat im Normalfall, wenn nichts passiert ist, 0. Und bei unserem speziellen SumObject haben wir 42. Das hat bisher alles funktioniert. Und jetzt setzen wir das hier auf 17 und schauen, was dabei passiert. Naja, wir kriegen genau diese 17 raus. Sehr schön. Und das könnt ihr natürlich mit allen möglichen Attributen dieser Klasse machen. Aber Achtung, wenn ich jetzt hier dieses Public entferne, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja gut, das funktioniert so oder so nicht mehr. Aber wir dürfen hier, wir kriegen dann hier einfach ein leeres Feld, sprich wir müssen hier auch immer mit der Size ein bisschen aufpassen von unserem Array, weil wir einfach nicht drauf zugreifen dürfen, weil das in einem anderen Package ist. Und standardmäßig darf man, wie gesagt, nicht drauf zugreifen, wenn man in einem anderen Package ist. Gut, also passt auf welche Variablen ihr zugreifen wollt und ja, so könnt ihr die modifizieren und lesen. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.